adventurer. Welcome to the town of, Honeywood. Welcome to Honeywood. Hello, adventurer, and welcome to the town of Honeywood. Hello, Advent Skip. There's a drag Skip. The castle Skip. Monster Skip. The sword of Skip. Here's the sword of Skip. Thank you, hero. We truly believe that with. Hello, Spectators. Hallo, liebe Freunde, liebe Zuschauer. Ja, das war ein kleiner Einspieler von der Gruppe Viva la Dirt League zum Thema Skippen. Und ich habe mir gedacht, den werde ich mal hier mal zu Anfang hinsetzen. Aus folgendem Grunde, das möchte ich euch ganz gerne erklären. Ich finde es eine wunderbare Folge. Ich bin jetzt übrigens wieder hier runtergeklettert in den Canyon. So, und ich muss über den Balken und zum Thema Skippen was erzählen. Also hier geht es auch nochmal runter zur Leiter. Es ist ja so, wenn ich mir einen Livestream angucke auf den Livestream-Plattformen, dann finde ich es ein bisschen unangenehm, gerade bei Gothic oder überhaupt bei RPG-Spielen, wenn die Spieler die Konversationen skippen. Also das, ne, habt ihr ja eben gesehen auch. Und derjenige gar nicht zum Sprechen kommt. Und auf der anderen Seite, wenn Aufzeichnungen auf den gewissen Kanälen, wie zum Beispiel YouTube, jetzt bleibe ich erstmal hier stehen, weil hier war ich ja noch nicht. Danke übrigens für den Kommentar, habe ich auch im Schnitt gesehen. Also wenn ich mir über YouTube dann halt eben Let's Play angucke im Rollenspiel, dann verleitet es ja auch so zum Skippen, ne? Also so von wegen, oh, jetzt wird aber die Szene langweilig, skip, 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 nicht wahr? Aber dann besteht auch die Möglichkeit, dass ich gewisse Informationen, die der Let's Player, der Spieler, sagt, mir versucht mitzuteilen oder den Zuschauer mitzuteilen, was dann hinterher zu einem Eintrag führen könnte, so von wegen, warum hast du das nicht gemacht und dies nicht gemacht und jenes nicht gemacht? Ich sag jetzt mal so. Ne, ist eine kleine Kritik von mir, nur ich nehme das alles auf und sage auch, was ich noch vorhabe und aufmache und noch mache. Und ich schreibe mir das hier auch auf und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, aber jetzt gilt es darum, das ist zum Thema Skippen, jetzt gilt es darum mal zu gucken, wer da eventuell auf mich zukommt. Und da werde ich jetzt erstmal eine Skippy-Waffe nehmen. Nein. Erstmal gucken und dann speichern wir mal. Das meine ich aber jetzt nicht unbedingt hier unbedingt bei meinem Let's Play, sondern ich meine das generell, weil ich das auch bei anderen, ich gucke mir auch Let's Plays an und gucke ich mir auch aufmerksam an. Mir ist das hier zu dunkel. Und und ich lese auch, wenn es natürlich die Zeit bei mir bringt, die Kommentare, die kann man ja auch schnell überlesen. Und dann denke ich mir so von wegen, warum schreibt er diesen Kommentar in diesem einen Let's Play? Oder ist was? Shit. Nee, das ist Mist. Jetzt bin ich hin, ne? Moment. Kann ich eventuell noch was machen? Ich habe noch ein bisschen. Ja, man soll nicht reden und spielen, ich weiß. Und jetzt ist ja mein Geschwindigkeitsring wieder ein Dutsch. Okay, ich trinke mal was. Und wenn ich dann in den Kommentare dann lese, so von wegen, was schreibt er denn da, also jetzt auch bei anderen Let's Playern, das hat er doch gesagt oder das hat er doch gezeigt, dann können natürlich einem die Details natürlich durch das Skippen natürlich verloren gehen. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass, oh Mann. Okay, jetzt haben wir den hier getroffen. Ja, also das nur zum Thema Skippen. Jetzt geh weg. Ich will nicht von angespritzt werden mit Gift. Genau, also jede Mumie, vielen Dank, Alain. Jede Mumie hat Gift. Das ist gut so. Speichern wir mal. So, da gucken wir mal weiter. Wir haben ja einen Skelettschützen noch gesehen. Der wird natürlich schon sofort schießen, wenn er in seiner Reichweite ist und ich in meiner, könnte ich ihn auch schon treffen. Aber da ist er. Mal gucken. Ist mir doch ein bisschen zu. Ich werde ganz einfach auf Risiko gehen. Okay, ich habe einen Fokusstein gefunden. Was
Prestige, Zweihänder, goldene Schatulle, Tempelwächter. Mal gucken, was hast du alles noch? Nur Knochen. Goldene Schatulle. Ach ja, rostiger Zweihänder. Nehmen wir mal hier die goldenen Sachen ab. Genau, richtig. Ja. Und da ist der Fokus. Perfekt. Gucken wir uns das alles mal an hier. Juwelenschatulle, das nehme ich mal. Fokusstein des Tadmor-Tempels. Oh, wo war der nochmal? Ach ja, das war, wo der Stein 1 dabei ist. Ja, das ist ja cool. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und natürlich begrüße ich es auch weiterhin, wenn ihr mir lehrreiche Hilfskommentare schreibt und mir dann auch Tipps gibt. Das finde ich sehr gut und sehr wichtig. Jetzt brauche ich erstmal wieder meine Assassinen-Magier-Robe, weil ich möchte ganz gerne zurück ins Ork-Lager. Oder gehe ich erst zu... Nee, ich muss erstmal Nembrosch mal gucken, ob er schon was sagt. Na, wo ist es denn? Da ist es. Also weiterhin auch noch schön kräftig fleißig schreiben. Ne? Und ohne eure Hilfe, warum bleibe ich hier hängen? Oh, cool. Ohne eure Hilfe komme ich ja auch nicht weiter. Ach, weil ich zu viel Blut verliere. Und wie schon gesagt, immer herzlichen Dank von meiner Seite, dass das so funktioniert. Und auch auf eure Vorschläge, wie ich... ach, machen wir mal bis... Nee, bis nächsten Morgen. Wie ich dann weiterkommen kann. Ihr seht, ich gehe auch danach. Ich bin halt eben nicht so schnell und spiele halt eben so, wie es mir so intuitiv kommt. Also, Nimrush hat nichts mehr zum Song. Was machen wir jetzt, Atli? Dann werden wir mal hier hinfetzen. Weil da gibt es ja noch... die anderen Orks. So, jetzt gucke ich mal hier auf mein Statistikfenster, weil ich habe wieder eine Änderung gemacht. In der letzten Folge hat leider wieder 20 Sekunden einen Aussetzer, einen Freeze gegeben. Jetzt habe ich die Render-Methode geändert. Mal gucken, ob das besser wird. So, schauen wir mal. Hier haben wir zum Beispiel Kuschok. Okay, ich muss erstmal speichern, bevor ich hier irgendwie Haue kriege oder so. Kuschok. Hey. Wer bist du? Das geht dich nichts an, stinkender Morrer. Schön, dann ist dein Name wahrscheinlich auch nicht so berühmt wie der von Tangrok. Was? Ich bin Kuschok, einer der stärksten Elitekrieger der Orks und Vertrauter von Shak'Arosh. Tangrok ist nichts gegen mich. Merke dir das, du Laus von einem Morrer. Sonst macht Kuschok Gulasch aus dir. Gulasch. Noch was? Okay. Was steht denn jetzt hier unter Tangrok und Kuschok? Orks sind ja schon im Allgemeinen sehr arrogant, aber dieser Kuschok ist ein richtiges Ekel. Ich denke mal, dass ich Tangrok helfen sollte, Kuschoks Vertrauen bei Shak'Arosh zu erschüttern. Doch wie? Gut, okay. Links daneben, das dürfte dann noch der Shak'Arosh sein hier, ne? Also, ja, Shak'Arosh. So, ich war im Canyon. Ich war im Canyon. Und Mora, hast du Artefakte gefunden? Ja, ein Fokusstein. Was? Mehr nicht, Mora. Gab es dort unten vielleicht einen Teleporter oder einen Zugang zum Tempel? Nein, außer ein paar Untoten und einer Menge Crawler war dort nicht zu finden. Dann war unsere Suche dort umsonst. Nimrosh hat versagt. Und was mit Versagern passiert, wirst du doch wissen, oder? Geh und töte Nimrosh. Oh. Lass dich aber dabei von keinem anderen erwischen. Und was ist mit dem Fokusstein? Dieses nutzlose Ding kannst du behalten. Ich brauche es nicht. Das kann ja nicht ewig so weit. Okay. Ja, das hat mir auch der liebe Alain Dufon geschrieben im Kommentar, von wegen, dass ich den erledigen müsste. Dann hätte ich das hier auch schon mal erledigt, beziehungsweise so weit hingekommen. Ja, jetzt haben wir wieder Musik, das ist doch gut. So, dann haben wir nämlich noch was gehabt. Und zwar Nimrosh. Ich habe Shak'Arosh mitgeteilt, dass ich im Canyon, außer dem Vogelstein, der ihn aber nicht interessierte, dass er nicht zu finden war. Der Schamane will jetzt, dass ich Nimrosh töte, weil er versagt hat. Dies soll aber heimlich geschehen. Boah.
Den Fokus werde ich aber behalten. Ich denke, dass ich nur den richtigen Teleporter hierzu finden muss. Vielleicht führt mich dieser Teleporter ja sogar in den Tempel von Tadmor. Also wir wissen ja ganz genau, welcher Teleporter das ist. Das Ding habe ich ja schon gefunden. Dann gucken wir mal. So, wo haben wir denn hier Ork-Lager in der Wüste? So, und jetzt wird's natürlich cool. Spannend, weil hier ist Nemrosch. Altora, aua! Ich sehe es dir an. Du hast was gefunden. Nur ein Fokusstein, Nemrosch. Und der interessiert dich bestimmt nicht. Hör damit. Du sollst dich nicht bei Shakarosh rühmen können, Mora. Ich werde dem großen Schaman sagen, dass ich den Fokus gefunden habe. Sehr wahrscheinlich gibt es dort unten noch einen Teleporter, der in das Innere des Tempels führt. Du irrst dich. Da unten gibt es keinen Teleporter. Schweig. Mich kannst du nicht täuschen. Du wirst mich nicht um meinen Ruhm bringen. Deine letzte Stunde hat geschlagen, Mora. Los weg hier. Denn das soll ja nicht... Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gegen den ankomme. Ich glaube eher nicht. Okidoki. Gehen wir mal ein bisschen weiter raus. Und wagen mal den Kampf erstmal mit einer Zweihandwaffe. Oh, 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 oh. Ah. Oh, ich hab ne. Aber noch nicht umgebracht, okay. Ah, muss ich denn wieder... Okay, er ist ja ein Ork, ne? Krasch Agosch, Nemrosch, was hast... Aha, guckt einmal an. Extrakt der Heilung, rotes Fleisch, Ring der... Steintafel der Lebensenergie und noch diese bunten Dinger hier, Volkes. Steintafel der alten Völker bis alten Volkes und Gold. Das ist doch klasse. Holen wir das alles mal. Ja, essen, Musik anmachen und speichern. Dann gucken wir mal im Logbuch. Nemrosch trachtete mir nach dem Leben. Er wollte den Fokusstein in seinen Besitz bringen. Mal sehen, was Shakarosh dazu sagt. Gucken wir mal, was Shakarosh sagt. Mann. Leute, nee, das ist übel. Okay, das sieht bis jetzt hier noch ganz gut aus. Im Schnitt werde ich dann sehen, ob diese Folge in flüssig durchläuft. Nur halt eben aus technischer Seite. Nochmal speichern. Nemrosch ist tot. Gut gemacht, Mora. Hier hast du 200 Goldstücke. Aber ich warne dich. Wehe, es erfährt jemand, dass ich dir diesen Auftrag gab. Und nun verschwinde. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Mir noch? Ho, ho. Jetzt haben wir den noch. Also, ist denn Nemrosch erledigt? Hier ist er nicht mehr drauf. Da unten ist er. So, ich habe Shakarosh mitgeteilt, dass Nemrosch tot ist. Ja. Optik. Den kann man ja noch würfeln. Lasse ich erstmal außen vor. So, ich lasse mal Tangrok und Krushok mal außen vor. Denn ich will nochmal rüber hier in die Wüste und doch noch etwas beherzigen, was mir auch empfohlen worden ist. Ne? Aber alles zu seiner Zeit, liebe Leute. Und zwar werde ich jetzt ganz zur Mauer hin und dann einmal einen Rundgang machen. Und schauen, ob ich da noch was vergessen habe. Und ich will auch diesen Steinhaufen finden. Da muss ich nochmal gucken, wo der ist. Also, bis dann. Also, bis zur Felswand. Und da ist mir schon aufgefallen, dich nehme ich mal als Orientierungspunkt, dass wir hier schon wieder einen Wüstensandgolem haben. Ah!
Ja, bloß von hinten ist immer gut. Dass er sich dann nicht zum Drehen bewegt, das ist auch gut. Genau, das ist ja ziemlich träge, das Gerät. Oder der Gerät. Okay, dann haben wir den schon mal erledigt. Dann halten wir uns doch mal hier wie eine Maus an eine Felswand. Und wenn was, und ich laufe dann entgegengesetzte Uhrzeigerrichtung und dann gucken wir doch mal nach. Ja, auch hier haben wir dann halt eben noch mal hier einen Mesh-Fehler. Nicht so schlimm, vielleicht schafft der eine oder andere, es war ja schon mal öfter thematisiert worden, dass die Mesh-Fehler eventuell behoben werden. Eventuell, ich weiß aber auch nicht. So, da sind die nächsten Angreifertjes. Mal gucken. Geh da mal riskant dran. Okidoki. Oh, wie riskant ich bin. Ja, wunderbar. Mach doch mal was hier. Okay, ein bisschen auseinanderrotten hier. So, einmal, zweimal, dreimal. So. Werden wir die dann auch gleich mal looten hier. Okay, am besten so. Sonst noch irgendwie was? Einmal so ein bisschen drehen. Dann sehen wir, ob wir jemanden übersehen haben. Okay, auch nicht. Und dich noch. Oh, ist ja nur ein einzelner. Speicher und fress mal was. Ess mal was. Oder ich habe so viele Wundheilungen. Warum soll ich die nicht nehmen, ne? Jep, jep, jep. So macht Spaß. So macht es echt Spaß. Ja, hier haben wir eine Höhle. Oder? Die kann nur neu sein, weil ich hier noch nicht war. Dann schauen wir mal, was wir hier vorfinden. Hier gibt es rechts einen kleinen Seitengang oder Stufen runter. Für welchen Weg entscheiden wir uns? Ah, ich höre auf jeden Fall was. Ich gehe doch mal erstmal hier hin. Es kann sein, dass nämlich beide Wege zur gleichen Stelle führen. Aber das... Oha. Das kann... Oh, das sind gleich mehrere. Ach, das sind Spinnen. Mann, oh Mann. Wieso sind die... Ah, die fallen ja nicht auf. Mann, oh Mann, oh Mann. Dann werde ich doch den anderen Weg erstmal nehmen. Aha. Okay, weil das sieht besser aus. Da habe ich auch nämlich... Oh, da habe ich nämlich auch besseren Überblick auf die giftigen Spinnen. Wunderbar. Mit einem ganz normalen Pfeil sind die abschießbar. Wunderbar, ein Schuss, ein Treffer. Da sind sie, da laufen sie. Da laufen sie, ja, wo laufen sie dann noch? So, da sind noch zwei. Bleib doch mal stehen. Herrlich. Na okay, die kann ich wahrscheinlich einzeln nehmen. Jetzt sehen wir hier... Ach, wie... Köstlich. Ach, wie köstlich. Ja, Jump and Run. So hört sich das für mich an. Oder sieht das für mich aus. Okay, machen wir erstmal einen Jump. Gucken. Jawohl. Auf den sind wir rübergekommen. Okay, das ist ziemlich eng. Dann werde ich mal hier ein bisschen Richtung Wand. Genau. Dass, wenn ich nicht, dass ich hier nicht rüberknalle. Denn hier geht es nämlich noch weiter. Wunderbar. So. Und hier rüber. Oh, stopp, stopp, stopp. Nichts übersehen. Drachenwurzel. Ja,
Herrlich. Hier komme ich nicht weiter. Okay. Schauen wir mal. Wo ist denn hier diese blöde Spinne? Gibt es die noch irgendwo? Kann man die noch hier sehen, finden? Von hier aus da hinten ist was. Ich glaube, ich kann es wagen, hier mal runter zu springen. Aber nicht auf den Rücken. Wieso landet der in letzter Zeit so auf dem Rücken? Okay. Spinnen bringen ja nichts. Elixier des Geistes. Reines Mana. Stabkeule. Okay, das mache ich jetzt mal einzeln. Weil ich doch erstmal wissen will, was hier für Sprüche sind. Und die werden ja links nochmal aufgelistet. Die haben ja sowieso nichts zu looten. Ahahaha. Stopp. Ja, das ist eine giftige Spinne. So, und jetzt kommen wir wieder raus. So sieht das aus. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist, also das ist mal richtig schön, mal so ein bisschen was Neues zu entdecken. Auch an der Stelle danke sehr. Ja, dann haben wir jetzt hier die Höhle durch. Ich gehe mal abspeichern. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Let's have a look in the inventory. Nicht dahin. In the inventory, please. So, Inventory haben wir. Trank des Geistes irgendwie. Das ist immer der mit dem Ring nach unten. Das sind immer ganz spezielle Bonusgeister. Nein. Okay, geistige Getränke. Schön. Mana plus 5. Wow. Laut Adam Ries. Okay, ich werde mich wieder weiter hier wie ein Mäuschen an der Felswand entlang wagen. Ach, wir brauchen gar nicht großartig skippen. Jetzt sind wir wieder beim Skippen. Mist. Jetzt sind wir wieder beim Skippen, ja. Ja, okay, das ist aber gerechtfertigt, wenn ich hier schon vorwegnehme, dass es lange Wege sind oder lange Wege sein könnten, dass ich das mal skippe. So, war das alles? Sieht so aus. Gut. Und zwar ein Lederbeutel mit 10 Goldbrocken. Leute, das ist gut. Ach, übrigens, ich habe doch ein Steinchen. Gucken wir mal. Wo ist denn der Lederbrocken? Ja, natürlich der Lederbeutel mit den 10 Goldbrocken drin. Und hier sehen wir auch, hier haben wir die Steintafeln, die ich wohl hier... Ja, das sind die, die ich gesammelt habe. Habe ich denn hier noch mehr Lederbeutelches? Nein. Oh, jede Menge Zeug hier. Okay, und oben sind die, die ich dem Ork abgenommen habe, dem Nemrosch. Ja, das ist es nämlich. Steintafel des alten Volkes. Ach ja, somit ist also hier die Höhle auch untersucht. Gehen wir mal weiter. Und eben ist mir noch eingefallen, als ich abgespeichert habe, dass ich mich auch selber ertappe, was jetzt hier das Skippen angeht. Oder du bist nur Textur, ne? Ja, ein Schädel. Dass ich mich selber ertappe, dass ich ein bisschen mitfühle, wie der Spieler spielt. Und dann auch denke, so von wegen, ah, wieso geht er jetzt da lang? Und wieso hat er das nicht gesehen? Ich glaube, man sollte mal wieder auf kleinere Monitore. Weil wenn du so einen großen Monitor hast und du bist nur fokussiert auf eine Situation, dann passiert es hier schnell, dass du was übersiehst. Gut, wollen wir mal einlegen. Ach, hier ist der Vogelstein natürlich, da kommen wir auch noch hin. Keine Probleme, Marlene. Zip. So, erstmal den Sprengpfeil, da haben wir ja gemäßigt viel. So, was haben wir denn hier? Das sind Wüstensnapper. Kann ich die denn mit dem Sprengpfeil aus dieser Entfernung schon mal richtig... Die haben ja auch eine große Reichweite. Ne, die schnappen mich noch nicht. Okay. Dann kann ich die hier auch mal... Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Okay, 2 Pfeile reichen. Oder auch nicht. Oh ja, okay, da sind wieder welche. Okay, das können wir wieder mit Quick Loot machen. Wutsch. Wutsch. Reichen wir mal zwischen. Und schauen wir, ob noch mehr Wüstensnapperches da sind. Ja, da sind noch ein paar Wüstensnapperches. Gucken, ob man den Quick Loot auch machen kann, wenn man die Waffe gezogen hat. Nein, geht nicht. Okay.
Ich bin jetzt gespannt. Naja, ich bin jetzt gespannt, inwieweit ich hier an Energie verliere. Da ist nicht zu holen. Okay, dich noch. Oh, da sind noch mehr. Okay, die beiden mache ich im Off. Ich skippe das. So, tot. Jetzt geht es ja hier nach... Wo geht's denn hier hin? Nach Ashtot. Okay. Aber wir wollen ja hier unten zur untersten Ebene bleiben. Okidoki. Kaum geskippt, um eine Ecke gegangen und schon gibt's hier wieder ein paar neue Freunde. Ich schätze mal, das sind Schakale sind. Mal gucken, wie schwierig die sind. Ach nee, Wüstenwölfe, okay. Sind das Wüstenwölfe? Gut. Wüstenwolf. Ich glaube, die sind auch nicht des Kampfes wert zu zeigen. Ach, wie eigenmächtig ich heute wieder bin, ne? Obwohl es... Ach, die beiden, die werde ich doch nochmal hier... Mit links oder rechts. Mit rechts, mit rechter Hand. Oder Doppelhand mal erledigen. Gut. Da hinten ist noch einer. Okay, wenn es zu viele sind, dann skippe ich es doch. So, la liege so, doch. Können natürlich noch welche sein. Oh, wer bist denn du? Der schwarze Panther, aber. Ja, der schwarze Panther. Okay. Den haben wir mal gelotet. Gelotet, ja. So, jetzt sieht das aus wie hier so ein Holzverschlag. Und da steht einer. Wer steht denn da? Ein Harkun. Der ist grün. Der ist mir bestimmt freundlich gesonnen. Hoffe ich doch. Oh. Halt. Keinen Schritt weiter. Ganz ruhig. Du hast nichts von mir zu befürchten. Na gut. Du scheinst mir keiner von diesen dreckigen Nomaden zu sein. Der ist ja cool. Du hast dich nicht zufällig verlaufen? Wieso? Wie kommst du denn da drauf? Nun... Du siehst nicht so aus, als ob du hier zu Hause wärst. Da hast du allerdings recht. Meine Heimat war ursprünglich Nordmar. Doch das ist weit weg von hier. Mein Name ist Harkorn und ich bin ein Krieger des Feuerclans. Und wer bist du? Mein Name ist Roland. Roland, so. Und woher kommst du? Du stammst doch bestimmt auch nicht aus dieser sandigen Gegend. Nein, bestimmt nicht. Ich komme von der Insel Korinnes. Na, da hast du aber einen genauso weiten Weg wie ich hinter dir. Hattest du nicht eben etwas von Nomaden gesagt? Ja, das ist richtig. Du kannst froh sein, dass ich dich nicht mit denen verwechselt habe. Das klingt ja ganz so, als ob du in irgendwelchen Schwierigkeiten steckst. Das ist auch so. Ich bin ursprünglich nicht alleine hier in dieses Tal gekommen. Mein Freund Lars hat mich bis hierher begleitet. Auf unserem weiten Weg von Nordmar hatten wir bisher allen Gefahren erfolgreich trotzen können. Doch dann bekamen wir es hier mit ein paar ganz üblen Burschen zu tun. Herrlich, bei der Hitze trägt er voll den Pelz. Und kommt aus Nordmar. Sehr schön. Ach, da freue ich mich schon drauf. Draußen liegt bei mir Schnee. Okay, machen wir weiter. Ihr wurdet überfallen? Überfallen und vollständig ausgeraubt. Und das, obgleich wir uns beide tapfer zur Wehr gesetzt haben. Doch es waren einfach zu viele für uns. Sie nahmen uns regelrecht in die Zange. Schließlich blieb uns nichts anderes als zu fliehen. Ja, zu fliehen. Wie ich zu meiner Schande gestehen muss. Aber während mir die Flucht gelang, nahmen die Kerle meinen Gefährten Lars gefangen. Doch eins sage ich dir. Ich werde ihn befreien. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tun werde... Und du bist sicher, dass es keine Assassinen waren, die euch überfallen haben?
Ganz sicher. Ich bin schon lang genug in diesem verdammten Land, um einen Nomaden von einem Assassinen unterscheiden zu können. Das kannst du mir glauben. Also bis ich überhaupt nach Nordmark komme, wird es wahrscheinlich dauern. Okay, ich werde dir helfen, deinen Kumpel zu befreien. Kannst du mir etwas beibringen? Es gibt hier auch friedliche Nomaden. Ich sag mal erstmal das. Es gibt hier auch friedliche Nomaden. Bist du sicher? Ich weiß nicht. Vertrau mir, Zeits Nomaden sind wirklich friedlich und gastfreundlich. Wenn das wirklich so ist, möchte ich diese Nomaden gerne einmal kennenlernen. Ja, das werden wir auch mal irgendwann mal machen, Hakorn. So, kannst du... Oh, das machen wir erstmal. Ich werde dir helfen, deinen Kumpel zu befreien. Was, tatsächlich? Ist das dein Ernst? Und ob das mein Ernst ist. Auch ich habe was gegen Banditen. Na, dann wollen wir mal. Ich führe dich zunächst mal zu dem Ort hin, wo wir überfallen worden sind. Vielleicht finden wir dort noch ein paar von diesen Kerlen. Na, dann mal los. Nee, noch nicht. Oh. Okay, er bleibt stehen. Ich dachte, es gäbe jetzt noch irgendwie eine Option, dass man sagen kann, okay, ich bin bereit, dir zu folgen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt wie immer einen schönen Kommentar oder auch einen kritischen. Das ist mir völlig schnuppe. Jede Meinung ist eine Meinung und akzeptabel. Und einen Daumen. Macht's gut. Tschüss.